Schuss, ein Schrei, ein Tor. Dass unsere Stürmer spitze sind. Und samstags in dem Stadion, da machen wir seid gegrüßt, liebe Fußballfreunde. Willkommen zurück zum FIFA Arminia Bielefeld. Let's Play FIFA 22 mittlerweile. In der vierten Ausgabe sind wir schon. In FIFA 19 hat das Ganze angefangen. Jetzt, wie gesagt, FIFA 22 geht's weiter. Und ich freue mich aus einem ganz bestimmten Grund drauf, denn, wie ihr es bestimmt mitgekriegt habt, gibt es die Bielefelder Alm jetzt als richtiges Stadion und da habe ich echt Bock drauf. Ich habe es noch nicht gesehen bislang, ich warte damit bis zum wirklichen ersten Heimspiel gegen den Sportclub Freiburg. So, wie gehabt, im ersten Teil will ich euch erstmal wieder erzählen, worum es eigentlich geht, während ihr hier mal wieder seht, dass es auch in FIFA 22 natürlich wieder keine Sonderzeichen gibt oder nur sehr spezielle Sonderzeichen, die sich dann auch noch ändern, je nachdem, ob man groß oder klein schreibt. Ist ja schon seit 3 Jahren, glaube ich, mittlerweile ein Bug und naja, das wird wohl auch nicht mehr gefixt werden. Anyway, worum geht es? Ich spiele eine Trainerkarriere. Und die Besonderheit liegt halt bei mir immer darin, dass ich Fangesänge und so einen ganzen Kram reinschneide in mein Let's Play. Das heißt, das FIFA-Gameplay liegt nicht mal so auf dem Fokus bei mir. Ich bin kein besonders begnadeter FIFA-Spieler, sondern ich versuche halt einfach so ein bisschen Stadionatmosphäre rüberzubringen. Und deswegen gibt es so ein paar Fangesänge von Arminia. Es gibt bei Heimspielen vorneweg immer die Hymne, wenn ein Tor geschossen wird. Dann gibt es den Kankan, dann gibt es die Bielefelder Torhymne und das ist im Prinzip das, was mein Let's Play so ausmacht. Das gibt es aber erst dann im nächsten Teil, jetzt im ersten Teil, so wie ich das die letzten Jahre auch schon gemacht habe, geht es einfach nur darum, den Charakter zu erstellen, denn ich spiele selber mit im Prinzip. Ich erstelle halt einen Charakter, der quasi ich bin und ich spiele dann bei Arminia im Sturm mit. Das habe ich die letzten Male auch immer schon so gemacht, das behalte ich auch gerne so bei. Das habe ich halt schon seit Ewigkeiten, seit ich mit FIFA damals angefangen habe, mache ich das im Prinzip. Ich spiele bei FIFA ja immer nur den Karrieremodus und ich spiele halt immer meinen Spieler. Und das ist halt einfach meine Art, FIFA zu spielen. Das ist halt einfach mein Ding. Gut, wir erstellen hier gerade unseren Charakter und gleich wird auch noch der Trainer erstellt. Denn das Ganze ist ja eine Trainerkarriere. Ich habe mit FIFA 19 angefangen als Spielerkarriere, fand das dann aber aus diversen Gründen nicht so gut. Deswegen habe ich jetzt... Bin ich jetzt umgeswitcht auf die Trainerkarriere. Und lustigerweise, ich musste das alles nochmal machen. Also ich habe den Spieler, glaube ich, zweimal erstellt, weil ich da irgendwie Fehler gemacht habe. Dann habe ich die Karriere zweimal erstellt. Ich habe die ganze Vorbereitung schon gespielt gehabt und habe dann gemerkt, dass ich gar nicht die aktuellen Kader habe, beziehungsweise gemerkt hatte ich das schon vorher. Ich wollte nur mal ausprobieren, ob ich erst die aktuellen Kader runterladen kann und mein Spieler dann auch da ist. Das funktionierte früher nämlich, soweit ich weiß, nicht. Jetzt mittlerweile muss man halt manuell erst die Kader aktualisieren, dann den Spieler im Prinzip hinzufügen und dann funktioniert das auch. Gut, anyway. Also jetzt, wie gesagt, im ersten Teil zeige ich euch noch gar nicht so viel Besonderes, sondern hauptsächlich geht es nur darum, dass der Charakter halt erstellt wird und dann starten wir gleich auch die Karriere. Dann gibt es so ein bisschen Saisonvorbereitung. Auch das ist mittlerweile so üblich, dass ich die Saisonvorbereitung immer ziemlich schlecht abschneide. Das heißt, meistens komme ich über die Gruppenphase nicht hinaus. Das war auch dieses Mal wieder der Fall. Und ich zeige euch einfach nur so ein paar Highlights, so ein paar Tore. Und naja, viel mehr gibt es dann, wie gesagt, noch nicht zu sehen. Jetzt hier wird gerade der gute Ernst Middendorf erstellt. Und dann gibt es gleich noch die Taktikvorlagen. Da werde ich halt so ein bisschen das Ganze schon mal anpassen an mein Gameplay, werde die Spieler auf die entsprechende Position setzen, so ein bisschen was muss man da ja immer ändern, eine kleine Finanzspritze von 1 Milliarde Euro gibt es auch noch für Arminia Bielefeld, das ist ja fast wie im wahren Leben. Und da seht ihr, was ich eben meinte, die ganzen Taktikvorlagen, die ganzen Strategien bearbeite ich jetzt noch. Ich spiele immer im 4-4-2, weil ich halt selber
im Prinzip Stürmer bin, deswegen ich kann natürlich Fabi Klos vorne im Sturm nicht rausnehmen, das macht man halt nicht, das wäre Gotteslästerung, deswegen muss ich halt an Fabis Seite stehen, deswegen muss ich vorne auf jeden Fall immer mit zwei Spitzen spielen, auch wenn Arminia das ja gerne mal mit einer Spitze nur versucht oder zumindest versucht hat. Ich glaube, mittlerweile spielen sie auch mit zwei, weil sie gemerkt haben, dass sie sowohl mit einem oder auch mit zwei Stürmern sowieso keine Tore schießen können. Und dann gibt's die ganzen Strategien noch für die offensiven und für die defensiven Spielstile und was man halt alles so einstellen muss. Und dann, wie gesagt, gibt's gleich noch so ein paar Szenen aus der Saisonvorbereitung, so ein paar Game-Szenen. Und das richtige Let's Play startet dann im nächsten Teil mit dem Heimspiel gegen Freiburg. Und ich würde sagen, ich lasse euch jetzt mal alleine mit den Spielszenen und wünsche euch viel Spaß und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Teil wieder, wenn das Ganze so richtig losgeht. Ihr könnt natürlich auch bis dahin gerne mal in meine anderen FIFA Let's Plays reingucken, damit ihr so ungefähr wisst, worum es denn hier eigentlich geht. Ich laber immer viel, aber sage im Prinzip immer wenig, deswegen guckt euch einfach mal FIFA 20 oder FIFA 21 Let's Play an. Dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid und ich würde sagen, wie gesagt, jetzt viel Spaß mit den Spielszenen. Ich halte die Klappe, wir sehen uns zu Hause gegen Freiburg auf der Alm, auf der richtigen Alm. Ich habe so Bock drauf. Also viel Spaß und bis denne. Robin Hack. Cedric Brunner. Plenty of players waiting in the middle. Oh, super piece of play. Oh, really good header. And they do like to press whenever they can. Fabian Klose. He's got the right idea with that pass. And a goal to open the scoring. No wonder they're celebrating. And a warm welcome on what is an ideal night for football, you've got to say. I'm your match commentator, Derek Ray, and sitting alongside me, the former Arsenal, West Ham and Coventry midfield player, Stuart Robson. And we have more live action from the pre-season's second group stage. It's Fulham, and they face Arminia Bielefeld. Oh, Derek, can he finish this? And he didn't hesitate. Good thing too. Well, he's so quick off his line. They're making considerable progress. Surely! Well, he failed to deliver that time. Hello everyone, the weather forecaster has promised us a very pleasant day for football, and that's exactly what we've got. Opportunity in the wide area. Are they going to forge ahead? And a goal to give them the lead. They have their reward. Well, here it is again, and it's all about the pace on the counter-attack. They were so quick to break out from their defensive positions, and then the finish is fairly simple in the end. That's a good goal. Fabian Klose. Oh, just wide of the mark. Goal kick. Well, that never looked like troubling the keeper, did it? But it was worth an effort. A good strike from him.